Ein Metallstück hat ein Volumen von 7,5 Kubikdezimeter und eine Masse von 59.000 Gramm. Um welches Metall handelt es sich wahrscheinlich? Zuerst schreiben wir die Angaben auf. Das Volumen beträgt 7,5 Kubikdezimeter und die Masse beträgt 59.000 Gramm. Dann drücken wir diese Größen in die richtigen Einheiten aus. Ein Volumen drücken wir in Kubikmeter aus und eine Masse in Kilogramm. 7,5 Kubikdezimeter entsprechen 0,0075 Kubikmeter und 59.000 Gramm entsprechen 59 Kilogramm. Was gefragt wird, ist das Metall, um das es sich hier handelt. Also werden wir die Dichte von diesem Metall berechnen und in Kilogramm pro Kubikmeter ausdrücken. Und dazu nutzen wir diese Formel, die Dichte Rho gleich M auf V. Jetzt setzen wir diese Formel ein und nutzen hier diese Angaben. Die Dichte Rho ist also 59 geteilt durch 0,0075 und das macht ungefähr 7866,67. Die Dichte Rho von diesem Metallstück beträgt also ungefähr 7866,67 Kilogramm pro Kubikmeter. Jetzt schauen wir in unserer Tabelle und stellen fest, dass das ungefähr die Dichte von Eisen und Stahl ist. Also die Endantwort auf die gestellte Frage lautet Eisen oder Stahl.